Bürgerhaus Reiskirchen am Sonntagabend kurz vor 6:30. Die Wahllokale zur Bürgermeisterwahl seit 18 Uhr geschlossen. Die Anwesenden gespannte Blicke auf die ersten Ergebnisse gerichtet. Die Kandidaten Bernd Debus von den Freien Wählern und der parteilose von der CDU unterstützte Dietmar Kromm bereits anwesend und wohl am meisten dem Ergebnis entgegenfiebernd. Um 18.43 Uhr dann das mit Spannung erwartete Endergebnis bei einer Wahlbeteiligung von 53,5% für Dietmar Kromm, 47,3% für Bernd Debus, 26,8% und Annette Henkel von der SPD mit 40 Stimmen weniger, 25,9% und aus dem Rennen um das Bürgermeisteramt. Damit Dietmar Kromm aus Mücke, strahlender Sieger dieses ersten Durchgangs zur Bürgermeisterwahl, dem eine Stichwahl in 2 Wochen am 3. Februar folgt, bei der die Reiskirchener sich endgültig zwischen Dietmar Kromm und Bernd Debus entscheiden müssen. Ich bin überwältigt über dieses Ergebnis und möchte mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, bedanken. Noch weiter bedanken möchte ich mich bei allen Wahlhelfern und natürlich auch bei meinen Freunden und Unterstützern, die mir mit jeglicher Hilfe zur Seite standen, ob es Prospekte austragen oder Plakate kleben war. Herzlichen Dank. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich mehr Stimmen bekomme, aber ich bin auch glücklich darüber, dass ich in der Stichwahl bin jetzt. Und der Kromm und ich, wir haben ein faires Verhältnis miteinander und wir werden auch die nächsten 14 Tage einen fairen Wahlkampf führen. Also ich gehe mal davon aus, dass dadurch, dass ich schon in der Gemeindepolitik bin und viele Leute gesagt haben, also wir wollen jemanden, der vollkommen von außen ist, dass mir das auch zum Nachteil gereicht hat. Ich habe das zu akzeptieren, die Wähler haben entschieden, das ist in Ordnung, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ansonsten finde ich das okay. Schlicht und ergreifend, aus der Sicht der SPD enttäuschend und nicht verdient. Ich habe einfach nicht überzeugt und damit ist es gut. Eins ist sicher, für die nächste oder für die Stichwahl, in 14 Tagen, der Bürgermeister wird über 1,90 groß.